Hey ho und willkommen zu Fable Anniversary. Da wir jetzt im Prinzip gerade ein Longplay beendet haben und jetzt das nächste machen, machen wir jetzt direkt einmal kurz eine Snacktime, also ich zumindestens. da wir das noch aus dem letzten Stream haben, vom lieben Ginger. Und der Razor gibt direkt einen aus. Das fängt doch super an. Und welcome back, so sagen kann. Hallo und willkommen zurück. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht, ne? Dass wir einen Stream beendet haben und direkt den neuen angefangen haben. Also wenn du möchtest, würde ich jetzt mir eben Weinträubchen abwaschen. Ist das okay? Ja, von mir aus, ich kann hier auch eine Minute quatschen, oder? Das kriegen wir schon hin, oder? Was sagt ihr, Leute? Könnt ihr ganz kurz den Nils betreuen, bitte? Du meinst, ich betreue unsere Community, unseren Chat? Ich beeile mich. Würde ich doch mal eher so formulieren, oder? Aber keinen ausgegebenen habe ich getrunken. Keinen ausgegebenen hast du getrunken? Ja. Ups. Deshalb nochmal vielen Dank fürs Ausgeben. Das schmeckt gut. Die Lu ist auch gleich sofort wieder da. Fast fertig, sagt sie. Jo. Also für alle, die noch den ersten Stream verpasst haben sollten. Wir haben gerade das Herr der Ringe, die Abenteuer von Aragorn, zu Ende gespielt. Das war ganz gut. Und die liebe Lu, a.k.a. Gandalf, heißt das so? Gandalf. Ist total gut gewesen. Echt, danke. Hat richtig schön mit ihrer Mega-Attacke alle platt gemacht. Dankeschön, nachdem ich ungefähr eine halbe Stunde gebraucht habe, um wieder zu checken, wie es geht. Also, das war schon sehr beeindruckend. Jetzt sind wir bei Fable angekommen, Fable Anniversary. Und so. Da ist die Lu dann auch wieder am Start. Klar. Jo. So, erstmal kleine Weinträubchen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Da, wo es blinkt, hingehen, würde ich schätzen. Mhm. Das ist immer die super Sache. Da, wo es blinkt, musst du hingehen. Ach ja, wir waren in diesem Lager, wo die ganzen Betrunkenen rumrennen. Wer zum Beispiel hier? Wie wär's mal mit der Kiste aufmachen? Nee, wenn ich denen was klauen, sind die doch böse auf mich. Ach ja. jetzt werdet ihr mir angezeigt. Ah. Ja, manchmal braucht Twitch ein bisschen. Aber es ist noch nicht viel passiert. Ich bin gerade mal losgelaufen und habe eine Weinbeere gegessen. Oh, kann ich auch eine Weinbeere haben? Was ist eine Weinbeere? Ist das sowas wie... Aua. Ist das sowas wie eine Weintraube? Und willkommen zurück, Ginger. Ich mache gerade noch ein bisschen Snacktime. Ah ja, Mann! Ich vergesse das immer. Warum vergesse ich es immer? Das tut mir so leid. Mist. Kannst du mich bitte daran erinnern? Klar. Ich habe sogar hier so ein kleines Zettelchen und ich denke nicht dran. Achte mal, direkt so vor meinem Gesicht. Am Monitor kleben. Also erstmal wäre es ja interessant zu wissen, Ginger, was denn deine Verlobte dir geschenkt hat. Oh, das habe ich überlesen. Oh nein. Das möchte ich auch wissen, bitte. Wenn du es uns sagen möchtest. Eine ganze Schachtel voll Riesencookies? Mit großen Schokostückchen?
Ja, aber ist trotzdem doof, Razor. Wenn ich es immer vergesse. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Wenn ihr Oh. Rückendeckung? Wie ihr meint. Ihr wisst, wo ich bin, solltet ihr... Rückendeckung? Wenn ihr jemanden mit Zähnen sucht, findet ihr keinen besseren. Ah ja, okay. Mhm. Nö. Wie ihr meint. Na, aber wenn wir jemanden brauchen, dann wissen wir, wo wir jemanden finden. Mhm. Hä? Hm, ach da. So. Ja klar sind wir tolle Träger, Krieger. Wir sind total kriegerisch. Ach ja, wir können ja rennen. Müssen wir jetzt wieder zurücklaufen oder reicht es, wenn ich durchs Portal gehe? Die wird auch angezeigt, wenn die Quest zu Ende ist. Dann kannst du da einfach so wieder hingehen. Okay, wir müssen in die Gilde. Dann kann ich mich auch dahin teleportieren. Quest ist ja, ja jetzt vorbei, scheinbar. Das wird er mir jetzt wieder anzeigen. Der Ginger schreibt, einen Pullover von einer Band, nenne ich es mal, die ich mag. Den Pulli hat man lange nicht kriegen können. Und nun hat sie den für wenig Geld auf Vinted bekommen. Och, wie cool. Aha. Das ist doch schon mal richtig cool. Ja. Oh, ich finde das richtig schön, sowas. Jo. Also ich kenne das zum Beispiel von Trikots. Beziehungsweise bestes Dingen ever. Passt genau. War jetzt zwar kein Pulli, aber war eine DVD. Ne, Lu? Ach so. Soll ich die Geschichte nochmal erzählen? Ich glaube, die hast du schon, glaube ich, 7-mal erzählt, aber wenn du das möchtest und dich glücklich macht, dann kannst du es nochmal erzählen. Aber ich bin da immer noch äußerst fasziniert von. Tja. Und zwar? Wo ein Wille ist, ist auch ein Geldbeutel. Und zwar habe ich... Gut, dass er das jetzt ignoriert hat. Was? Du hast nie mal gehört. Wo ein Wille ist, ist auch ein Geldbeutel? Das habe ich gehört, ja. Aber bringt nichts, weil Geldbeutel ist ja, spielt ja keine Rolle. Aber du hast das Ding einfach nicht gekriegt. Mhm. Und das ist ja das Interessante. Ich habe da locker 2 Jahre mit verschwendet, danach zu fahnden. Also echt? Es war so lange? Ja, schon ziemlich krass. Lange. Ah, und der passt auch noch perfekt. Boah, super. Auch richtig schön. Würde ich sagen, alles richtig gemacht, ja. Oder? Ja. Voll schön. Absolut. Ja, auf jeden Fall habe ich da, wie gesagt, eine Menge Zeit verbracht, zu gucken, wo es die eventuell gibt. Also ist so eine 3 geteilte DVD-Dingsbums. Und die ersten 2 habe ich gekriegt, aber die dritte einfach nicht. Da hat mir sogar der Hersteller gesagt, dass die nicht mehr produziert wird. Und ich doch mal bei eBay gucken soll oder so. Da gab es die aber auch nicht. Überhaupt nirgendwo gab es die. Und dann hatte die gute Lou mir die absolut unerwartet dann zu Weihnachten geschenkt. Und da war ich richtig baff, wo sie das denn her hätte. Tja. Ich hatte von, hatten wir glaube ich gestern auch im Stream, von den, von den Mummies Alive, so eine Zeichentrickserie aus den 90ern, die ich früher als Stöpsel geguckt habe, gibt's die ganze Serie so, so als 3 geteilte DVD-Box, Boxen. Und die ersten 2 kriegst du ohne weiteres. Die haben die auch noch im Programm tatsächlich. Aber die dritte gab's einfach nicht. Wie gesagt, selbst der Hersteller hat gesagt, gibt's nicht. Also produzieren wir nicht mehr. Ne? Und ja, die finden alles. Absolut. Tja. Das ist, es ist doch so, man sagt doch immer, Frauen können besser forschen als das FBI. Und das kommt einem da sehr zugute. Absolut. Ja. Ach, hier geht ja noch was.
Fehlen eigentlich nur noch die Lottozahlen. Naja. Die haben jetzt übrigens eine neue Maschine, habe ich gehört. Echt? Aha. Das ist so eine random Fakt gerade, ne? Ach so, die beim Lotto haben übrigens eine neue Maschine. Yay. Ja, habe ich, weiß nicht, als ich meine E-Mails mal irgendwann abgerufen habe, kommt die ab und zu zwischendurch mal so ein. Ich dachte, du hast eine E-Mail bekommen. Wir haben jetzt eine neue Lottomaschine. Nein. Möchten Sie Lotto spielen? Nein, jetzt nicht. Dieser unglaublich mächtige Zauber. Ich hab dich unterbrochen, es tut mir leid. Sieht er, wie gute Laune er jetzt wieder hat nach der Snacktime? Was? Nochmal? Gute Laune. Ja. Wir haben das Spiel geschafft. Ich habe eine Snacktime und einen ausgegeben bekommen. Also. Ginger schreibt, Frauen können aber scheinbar nicht so gut gerade Sätze reden. Nee, vor allem ich nicht. Beziehungsweise Razor schreibt dann, Lou, was ist der Sinn meines Lebens? Hast du meines schon gefunden? Ist das nicht für alle so allgemeingültig 42? Oder war das nur für Bilbo? Ich weiß nicht. Die haben hier sehr coole Sachen, muss ich sagen. Sehr praktisch. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den einsetze. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Ja, welche Quests müssen wir denn überhaupt machen? Wir müssen uns erstmal hier mit einem treffen. Okay. Wir haben jetzt hier ein Meeting. Also Ginger schreibt, ich bleib dabei, G steht für gönnen. Ihr solltet mit Mace sprechen. Er erwartet euch in seinem Quartier im großen Turm am hinteren Teil der Gilde. Keine Ahnung, wo das war. War das hier? Nee, da, wo es blinkt. Ach so, hier war nur ein Raum, ne? Dann müssen wir doch hier durchlaufen. Doch hier. Ah jo, hier waren wir schon mal, ja. Hallo. Du hast also deine Schwester gefunden. Hätte nie gedacht, dass sie bei Räubern liegt. Du hast es die letzten Jahre wirklich weit gebracht, oder nicht? Die Leute fragen sich, wann man dich in der Arena im Witchwood sehen wird. Was? Bevor du wieder losziehst, ich hätte da noch eine Questkarte. Ich dachte, er sagt, jetzt zieh dich erstmal um, Junge. Ein alter Freund von mir wird vermisst. Nennt sich der Archäologe. Oho. Er könnte da über was Großes gestolpert sein. Vielleicht so groß, dass sein Leben bedroht ist. Das ist ja nicht gut. Es heißt, er zieh dich erstmal aus. Körper. Falls er nicht schon tot ist. Naja, viel hat er ja jetzt auch nicht an, ne? Ist hoffentlich nicht zu spät. Streichelt sogar gerade dein Mikro? Nein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl. Nee, ist doch der richtige Becher. Wäre nur Wasser drin gewesen. Nee, es ist der falsche. Der falsche? Ja. Was war da jetzt drin? Hä? Ja, das ist mein Becher gewesen. Nee, da war nur Wasser von meinen Weintrauben drin. Na egal. Ist nicht schlimm. Alter, was hat er denn für ein Swinger-Outfit an? Ja, das ist, Oh, wir sind jetzt... Hä, wieso so heiß? Ja, der hat sich jetzt auch mal... Guck mal, ich suche immer noch einen Tätowierer. Wir haben noch so viele Tattoos. Oder kriegen wir die automatisch? Tja. Schick, schick. Wir könnten uns ja umziehen. Ja. Also ich meine, das ist Häubchen da auf dem Kopf, das ist jetzt auch nicht so unbedingt meins.
Post dachte scheinbar, ich wohne mit meiner Verlobten und noch einer Frau zusammen, weil ich meine Verlobte Mitbewohnerin nenne. Das Gespräch hatten wir in seinem Stream, war toll. Ach so. Ah, also hat er gedacht, ihr wohnt in einer Dreier-WG. Naja, ich meine, könnte ja theoretisch auch sein. Kann ja sein, dass ihr eine WG hattet und ihr euch dann besser versteht und irgendwann zusammen seid und es dann halt die dritte Person einfach gar nicht juckt. Na? Also ich würde erstmal sagen, wir ziehen uns erstmal ein bisschen um. Was haben wir denn überhaupt anzuziehen? Also so sehen wir jetzt aus. Boah, ey, diese Kappe, ne? Dieser Hut, das macht mich fertig. Was ist das? So. Rüstungswert. Oh, der hat eine gute Rüstung. 66 da. Hä? Bin ich denn dumm? Ach, das ist alles. Moment. Also, hä? Razor schreibt, da. Der ist mit seinem Lederboot unterwegs, SM Mike. Wir haben keinen anderen Hut. Und Ginger dann? Keine Ahnung, was für ein Dreieck er sich vorgestellt hat. Und Razor dann so? Ginny ist der glücklichste, wie auch der gestressteste Mann der Welt. Mann, ich verdrück mich jetzt immer hier. Ginger dann so? Mit 5 Kappas? Und Razor dann so? Ah, ich lieb's, wenn du den Chat so vorliest. Lederrüststück, nehmen wir das, genau. Razor ergänzt so. Ich meine, mit 2 Frauen unter einem da. Ginger so dann, nee, nur eine Frau. Was ist denn das für eine beknackte Unterhose gewesen? Oh. Aber eine GB-Fahne hinten drauf, ne? Mhm. Okay. Dann ziehen wir uns den wieder an hier. Ist das das Komplette jetzt? Hä, ich hätte die ganze Zeit auf das Komplette gehen können? Na toll. Jetzt habe ich alles einzeln eingesteckt hier. Union Jack. Stimmt. So. Moment, da waren wir doch schon. Da. Witchwood vermissten Archäologen. Wie kommen wir da hin? Mit dem Schiff wahrscheinlich. Guck mal, wer da auf uns wartet. Schiff. Ja. Wo war das denn? Das weiß ich nicht, aber zum Hafen wahrscheinlich musst du, ne? Mhm. In Orkville? Ist da nicht ein Schiff? Ja, ich glaube, in Orkville war das. Oh, jetzt fängt das wieder an. Ginger so, als Nackedei. Und Razor dann so, als englischer Nackedei. Ja, damit man das genau sehen kann. Ach komm, wir gucken mal, ob er da noch eine Waffe vielleicht für uns hat. Wir sind ja jetzt ein bisschen stärker. Oh Mist, ich hab da noch was drin. Ja, gönn dir, mach dir direkt 2 Pöttchen voll. Ja, ja. Ach so, der hat gar... Doch, hat er. Nee, hat er nicht. Hm. Doch, hat er. Schwierig zu sagen, welches besser ist. Ach so, ich dachte, du probierst jetzt gerade, was du für drin, das, was du da eingeschüttet hast und ja, weißt es nicht auch. Mehr. Na doch, ich weiß es ja noch, aber ich habe verschiedene. Ich habe kein Geld. Was ist das denn? Das ist doch voll viel Kohle. Hä? Nein. 5570 Tacken? Ist doch genug. Hä? Bin ich denn dumm? Der hat doch gerade gesagt, ich habe zu wenig. Kosten? Ich habe nur 163. Ich aber da unten hast du 5570 Gold. Ja, aber ich kann es trotzdem nicht kaufen. Ja, weil irgendwas nicht stimmt. Ja, weil ich nicht genug habe. Ja, du hast doch da unten genügend Kohle.
Hä? Was für Kosten? Nee, weil oben sind ja 300 kostet das zum Beispiel. Ich habe unten 5000, aber was ist das mit den Kosten gemeint? Ja, da oben steht auch 300 Gold. Ja, das ist natürlich das 2340 ist das Geld, was ich unten links habe. Aber da oben steht ja dann Kosten. Ist das Erfahrung vielleicht? Kann das sein? Das ist eine gute Frage. Merkwürdig. Ah, guck mal, hier steht Körperbaustufe 3 benötigt, ist auch rot. Also hast du noch weißt keine du was, Stufe wir 3. Machen jetzt Körperbaustufe 3 einfach. Wir sind ja jetzt gerade hier. Ach nee, darum, stimmt. Wäre es, wenn wir zu viert streamen, beziehungsweise zu viert mal was spielen. Ja, aber wir haben den Struggle, dass wir ja alles in den Mischer vorher reinmachen und das erstmal testen müssen. Also wir hatten ja auch gesagt, wir wollten mal mit dem Post und mit dem Toko zusammenspielen und mit dem Serosantis. Aber wir sind bisher noch nicht dazu gekommen, das mit Discord auch auszuprobieren, dass da kein Zeitversatz ist. Also wir müssten dann nämlich gucken, dass wir... Ich denke mal, auf dem Laptop hier dann wahrscheinlich den Discord dran machen, ne? Da müsste man ein Kabel legen hinten. Ja, das ist ja kein Problem, Kabel legen. Ja, dass das in den Mischer geht. Aber ist auch kein Problem. Ja, und dass es dann halt nicht zeitversetzt ist. Also das müssten wir dann vorher mal ausprobieren. Ne? Das ist das Einzige, was im Weg steht, würde ich sagen. Körperbau Stufe 3. Kaufen. So, und jetzt gehen wir wieder zurück. Lalalal. Oh, falsch. Und als nächstes der Gildeladen. Ah, du wieder. Da bin ich jetzt schon. Ja. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Aha. Ginger schreibt, er arbeitet, während er hier ist. Aha, haha. Was machst du denn noch Schönes? Aber wir wollen dich natürlich nicht ablenken, ne? Vom Arbeiten. Also jetzt, hier siehst du Kosten. Also ich meine, vom Schaden her ist das sowieso alles total schlecht. Hier, Eisengroßschwert. Mhm. Das wäre natürlich nice. Aber, warte mal. Aber? Spitz... Hammer. Oh. Obsidiankolben. Nett. Mhm. Jetzt kommen wir schon eher in diese Region, wo ich hin möchte. Aha, okay. Meisterlangschwert. Guck mal. Mhm. Nett. Mhm. Das ist aber auch ein bisschen sehr teuer. Also Ginger schreibt, er macht dem Neuen das Training fertig. Aha. So. Zu so später Stunde noch. Ich kauf mir den jetzt. Mal gucken, wie wir damit so klarkommen. Was hast du jetzt gekauft? Oh, jetzt habe ich mich verdrückt. Ich habe mir jetzt diesen Obsidian-Kolben gekauft. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Hä? Bin ich denn doof? Da, Ausrüstung. Da, den hier. Und der ist gut? Ich habe keine Ahnung. Kann ich behilflich sein? Da, tada. Ihr seid toll. Als nächstes die Gilde Arkaden. Die Gilde Arkaden. Also nee, ich muss ja hier hin. Wir speichern erstmal. Speichern. Ja, wir wollen speichern. Speichern wir mal hier. Und immer schön trinken. Der Ginger schreibt, er hat das große Los gezogen, dass ich und nicht mein Kollege ihm die Grundlagen beibringen. Aha. Aha. Also quasi vom
Obermeister direkt persönlich unterwiesen, den jungen Padawan. So. Aua. Was ist? Hä? Ich hatte einen. Ein? Spitzen Finger. Ein Spitzen? Wurde wieder geknufft und gepufft. Hä? Ach, so schlimm ist es nicht. Ein Haus zu verkaufen, ein Barbier, eine Taverne. Hm? Gemischtwarenhändler? Kranke Kind. Ah ja, okay. Aber. Hier müssen wir hin. Aber ich suche immer noch, wo man sich tätowieren kann. Angelockte Person. Dämonentür. Mhm. Woanders hin können wir ja nicht. Obermeister ist mein Chef, der macht das Fortgeschrittene. Aka mich. Aha. Ja, komm, wir gehen jetzt einfach hier hin und... Ich brauche ein Tätowierer, ja. Ein Tätowierer, ja. Ein Tätowierer, ja. Der Archäologe wird durch eine magische Tür beschützt. Such diese Tür. Okay? Okay. Gut. Im Witchwood soll es ein Schwert geben, das nur ein wahrer Held an sich nehmen kann. Mhm. Aha. Interessant. Ein Tempel im Witchwood soll an. Oh, es ist sehr dunkel. Kannst du mal ein bisschen heller machen, bitte, den Bildschirm? Einige Götter sind wankelmütig. Ja, von mir aus. Ich kann zwar noch alles sehen, aber ich bin mal so frei. Warte mal, wie war das denn nochmal? Es ist schon hell. Achso, das ist schon hell. Oh, das ging gut, aber jetzt habe ich ein bisschen Schaden genommen. Ginger schreibt, aber kann man sehen, wie man will. Ob er Glück hat, mein Kollege ist nachsichtig. Ich bin streng. Oh, jetzt hab ich aber hole auch alles aus den Leuten raus. Ja, kann man so oder so sehen, ne? Aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man schon recht streng ist. Weil auch gerade die Grundlagen einfach super wichtig sind. Wenn du die Grundlagen nicht richtig verstehst oder vermittelt bekommst, dann ist schon nicht so gut. Kann man schon sehr viel dann sehr viel Faden verloren. Wow, ich habe den Faden verloren. Manu. Oh nein. Der erinnert mich voll an Zelda. Da gab es doch auch diese Steinteile. Da muss man auf den Rücken klettern. Ich hätte jetzt gesagt, der erinnert mehr an, wie heißt es nochmal? Unendliche Geschichte. Hätte ich jetzt gesagt. Oha, warte mal, wie war das denn nochmal? Ah, je. Oh. Okay. Wieso kann ich ihn nicht anvisieren? Hä? Jetzt geht's? Ey, hallo? Warte mal, ey. Shadow of the Colossus. Der gibt mir nicht mal eine Chance, der Junge. Hä? Ich glaube, ich muss vielleicht nochmal neu starten. Wo kennst du Shadow of the Colossus? Ich hab's schon mal gehört. Boah, ich muss jetzt erstmal weggehen, ne? Boah, selbst hier hinten schießt er mich ab. Ich versteck mich jetzt hier hinter. Hä, wie kann das denn sein? Hä? Erstmal so. Und dann machen wir so. Toll. Das funktioniert irgendwie nicht. Hä? Ey, ich habe das Spiel eine Woche nicht gespielt und ich kann schon wieder die Tasten nicht mehr. Wie kann man so unfähig sein?
Oh, du schaffst das. Handy weg. Mach ich doch gar nicht. Mach doch dein Blitzdings. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Hier nach unten drücken. Warte, ich muss erst mein... Ich muss gleich eh nochmal neu laden. Der schmeißt mich jetzt gleich wieder ab hier. Okay, das war jetzt unabsichtlich. Kannst du jetzt mal das hier wegpacken, ey? Jetzt geht's wieder nicht, siehst du? Wenn du einfach an dem vorbeiläufst? Ja, dann passiert das. Du bist gleich kaputt. Ja, ja, der lädt ja dann neu gleich. Also ich lad gleich neu. Aber wie kann das denn bitte sein? Ich kann ja nicht mal ausweichen. Ja, wie dumm. Und einfach dran vorbeirennen geht nicht. Ja, aber ich möchte ihn auch platt machen. Boah. Wie nervig, Mann. Die Gilde der Versager, das passt gerade richtig. Habe ich was umgestellt? Warte kurz, ich muss mal eben... Moment. Wie muss ich das nochmal umstellen hier? Wie kann ich das denn noch umstellen hier oben? Der Ginger fragt, ob ich nach Shadow of the Colossus gesucht habe. Eigentlich wollte ich ja, bevor ich überhaupt irgendwas suche, mal meine E-Mails noch kurz überprüfen. Aber da wurde ich schon wieder geknufft und gepufft. Ich hab dich gar nicht berührt. Also, das Problem ist, wir müssen den hier ändern. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir den ändern. Gerade war ich kurz in dem Menü drin. Hm. Wo war es denn? Hier, siehst du, wir brauchen nämlich den hier. Den Blitz, ja. Und kann man da nicht da drauf drücken zum Ausrüsten oder so? Ja. Warte mal, du musst doch hier unten, du musst das Rote. Ja. Da musst du ändern beim Roten. Musst du das nicht eventuell gedrückt halten und dann da irgendwie auswählen? Nee. Merkwürdig. Hä, ich hab's doch gerade gehabt. Bin ich denn dumm? Ausdrucksmittel will man nicht haben. Ich weiß es nicht. Da zuordnen kannst du doch. Toll, jetzt habe ich das eine weggemacht. Muss ich wieder auf Anzünden gehen? Warte mal, ich werde das einfach auswechseln, weil... Oh. Jetzt hast du wieder was anderes. Ist ja nice. Hä? Wie witzig. Also Ginger hat geschrieben, ich habe eine Katze auf meinem Tisch. Da fragt man sich doch, wie das in einem Hundehaushalt zustande kommt. Denke ich mal, oder? Interessant. Hat sich der Hund in eine Katze verwandelt? Kurz mal nicht aufgepasst. Aber wieso? Ja? Kannst du mir mal bitte sagen, wieso... Der Blitz ist doch der erste. Ah. Den haben wir auch. Der ist doppelt. Gut, dann machen wir den Blitz einfach auch nochmal. Da unten hin. Toll. Also irgendwie funktioniert das nicht. Mm-mm. Ich bräuchte mal deine Hilfe. Schau mal.
ob du das fixen kannst. Warum muss ich hab's doch gerade geöffnet, machen? Dann ist das so hochgeploppt an der Seite. Wo muss ich überhaupt drücken? Gut, dass ich keine Ahnung habe. Nee, ich glaube, die gehört der Mutter meiner Freundin. Muss das kurz prüfen. Hast du so random einfach eine Katze bei dir und weißt nicht, wo die herkommt. So, jetzt habe ich hier wieder einen Blitz drauf. Aha, da klettert man. Hey, wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe einfach das Erstbeste zugeordnet. Alles? Nö. Und das? Was? Das nervt. Ich mach mal vom letzten Speicherpunkt laden, ne? Dann kannst du mir das ja nochmal einstellen, oder? Oder nicht? Ja, von mir aus. Letzten Kontrollpunkt speichern, Spiel laden. Hä? 22.30 Uhr. Ginger, hast du es denn jetzt geprüft? Ist das so jetzt? Können froh sein, dass meine Hunde keine Tiere einfach so zerfetzen. Aber war das nicht mit dir abgesprochen? Jetzt gehen wir raus und jetzt gehen wir wieder rein. Hurra. Okay, das möchte er nicht. Hurra. Ich möchte da gerne mich teleportieren. Da muss ich auch noch umziehen, ne? Hä, wir haben doch gespeichert, als wir hier vorne waren. Dann hast du das Falsche geladen. Uhr ist das letzte. Das Kontrollpunkt. Nehmen wir den. Aha. Das ist der gleiche. Ginger schreibt, das ist die Katze meiner Schwiegermutter und nee, wurde mir nicht gesagt. Oh. Boah, dann können die aber wirklich froh sein, dass deine Hunde echt so lieb sind. Hm. Vor allem, du hast ja auch einen neuen Hund, da kann man das ja auch noch nicht so sagen, wie der sich so verhält. Aber ich lerne ja schnell. Ich kann nämlich jetzt hier hingehen und direkt... Moment. Hä? Lederanzug? Achso. Ich wollte gerade sagen, nur ein Schlüppi. Das ist ein bisschen wenig. So, jetzt sind wir da angezogen. Jetzt speichern wir direkt wieder. Ja, mega riskant, schreibt er. Ja. Gerade bei Tieren kann man das einfach nicht so einschätzen, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir... Ach, jetzt muss ich das alles wieder machen. Warum hat er das denn nicht gespeichert? Wir haben es doch gespeichert. Ich weiß es nicht. Habe ich wenigstens meinen Kolben hier? Den habe ich auch noch nicht. Was für ein Kolben? Boah. Ich habe ja noch einen coolen Kolben geholt. Aha. Ja, Arsch. Nicht weg. Ja, Arsch. Stimmt ja, da war ja was. Achso. Wir wollen ja... Nee, wir wollen nicht verkaufen. Wir wollen hier hin. Und wir wollen... Naja, wäre nicht mein Problem, wenn die Katze gegessen worden wäre, schreibt er. Ja. Das stimmt. Hey, ihr solltet Mace in der Gilde aufsuchen. Wer ist Mace? Magst du nicht später shoppen? Nein. Nein. Jetzt wäre ich schon wieder geknufft und gepufft hier. Ja, ich bin doch auch nicht am Handy, wenn du am Spielen bist. Aber dauernd am Laptop. Ja? Das war doch jetzt ein Gag. Okay. Wir können auch den Laptop auf deine Seite stellen, dann kannst du das machen. Da kann man auch shoppen. Dann siehst du aber keinen Chat mehr. Roffel. Was? Roffel? Ja. Da steht für? Roffel. Google das mal.
Wo lebst du denn? Guck mal, schon, da habe ich wieder ein Handy. Hä, das ist eigentlich sogar schon SMS-Zeit. Ich habe nie besonders viel SMS geschrieben. Hä, wo muss ich denn jetzt hin hier? So, Roffel. Ach, ich hatte noch nicht mit dem gesprochen, ne? Bedeutung. Roffelkopter! Ich habe noch nicht mit dem Typ gesprochen, ne? Da kommt er nur, lol. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir Nils erstmal beschäftigt. Ah. Okay. Genießt den Rest des Tages, Sir. Mal wieder was gelernt. Oh. Ginny voll im Modus. Du hast also deine Schwester. Ja, das haben wir uns schon angeguckt. Klar. So, jetzt speichern wir wieder. Ich bin immer ein Mann von Welt, Ginger. Nur in Abkürzungen war ich noch nie gut. Boah, ich weiß, früher hat eine SMS bei mir 49 Cent gekostet. 49 Cent! Das muss ich mal überlegen. Ich habe übrigens, nur mal so by the way, interessanterweise Shadow of the Colossus HD Classics Promo Blu-ray gefunden für PlayStation 3. Aha. Das bist du am Shoppen hier. Das habe ich gerade nur durch Zufall gesehen. Ja. Sagen sie alle. Das ist ein Viertel von den 95 Bits. Ja, das stimmt. In der Tat. Oh, wir sehen stark aus. Habt ihr gehört? Aber wir haben immer noch den coolsten Heldennamen. Ja, stimmt. Wieso kann ich da jetzt immer noch nicht hin? Das weiß ich nicht. Doch, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß noch. Ich glaube, da konnte man auch nur 47 oder 49 Zeichen reinschreiben in SMS, ne? Im Witchwood soll es ein Schwert geben. Achso, letzten Kontrollpunkt speichern? Ja gut, machen wir einfach. Safely first. So. Aha. Jetzt haben wir schon die... Hä, aber die hat er gespeichert, oder was? Ein Tempel was ist das? Soll angeblich spirituelle Kraft spenden. Ginger hat geschrieben, ab dem 15. erstmal wieder Bits ohne Ende reinknallen. Bei Nilos Arcade. Oh. Aha. Was ist denn am 15.? Bekommst du da Geld? Aber du musst nicht dein ganzes Geld hier ausgeben, Ginger. Wir freuen uns natürlich immer über jeden Support. Aber alles muss er jetzt auch nicht investieren. Da ist er. Der Obsidian-Kolben. Ah, er schreibt, er kommt kalt. Ist natürlich immer ein super Tag, das kann ich verstehen. Ich fand das immer cool, wenn ich am 15. Gehalt bekommen habe, weil die meisten immer Ende des Monats bekommen und dann ist es überall immer total überfüllt. Schnell wegrennen. Der ist, glaube ich, ein bisschen böse. Sollen wir das jetzt genauso machen wie mit dem anderen? Ja, wie du magst. Der knackt jetzt erstmal ein bisschen kurz also weg. Also Ginger schreibt, ich habe jetzt auch Geld, aber mache immer dann so ein bisschen hier, ein bisschen da. Also alles immer schön gleichmäßig verteilen. Ist auch eine gute Strategie. Ja. Macht dem überhaupt Schaden? Ja, minimal. Hast du. Das wird ja jetzt wieder so eine ewige Story, ne? Ja, dann haben wir aber viel Zeit zum Quatschen. Ist doch gut. Toll.
Fable. Muss auch mal wieder Hundefutter bestellen. Boah, Tiernahrung ist ja auch teuer, ne? Also, boah. Das ist schon heavy. Aber muss sein, ne? Ich weiß, eine Freundin von mir, die hat sich eine Katze, auch, also auch eine ältere Katze aus dem Tierheim geholt. Und die hat witzigerweise nur teures Futter gefressen. Jetzt frage ich mich, was haben die dem Tier denn dann im Tierheim gegeben? Ich glaube nicht, dass die im Tierheim dann so super viel Geld haben, um dem Tier auch das teure Futter zu geben. Auf jeden Fall hat sie so günstigeres gekauft. Gutes Futter, aber günstigeres. Und die Katze hat das einfach nicht gefressen. Also richtig wählerisch. Hm. Und wenn sie dann irgendwann Hunger kriegt, dann musst du das halt essen, oder? Ja, eigentlich ja schon, ne? Ah! Oha! Wieso, wie sie... Ah, was einfach so. Ginger hat geschrieben... 3 22 Kilo Säcke. Rückzug. Hat der Lieferdienst ja ordentlich zu schleppen, ne? Gummikackvieh. Nee, die war toll. Die Kitty war toll. So, drei. Ja, Katze hat immer das Gute von den Spenden bekommen, von anderen Katzen, die gestorben sind. Hochtragen darf ich den Kram. Also ich kann das jetzt nur von, ich hatte ja mal Meerschweinchen, davon kann ich das nur sagen, also von diesen riesen Spreu-Teilen, die ich anfangs hatte. Also ich hatte am Anfang Spreu und dann habe ich auf Fließhaltung gewechselt. Aber das ganze Spreu und Heu schleppen. Ich meine, Heu wiegt ja eigentlich nicht viel, aber die sind riesig, diese Pakete. Und das fliegt dann überall in der ganzen Bude rum. Und dann habe ich eine Allergie bekommen gegen Gräser und Bäume. Das ist natürlich jetzt auch wieder nicht schön. Das war lustig. Na komm. Achso, wird nur vor die Tür gestellt. Ah! Nein! Was machst du denn? Nein! Oh, jetzt muss ich schnell wieder zurück. Da kommt es ja schon mit der Spedition. Mit Palette. Jetzt sind wir da knapp. 70 bis 80 Kilo. Ja, läuft, ne? Vor die Tür gestellt. Das Gute ist, ich kann immer ins Haus... Es kann immer ins Haus gestellt werden, weil immer jemand im Haus daheim ist. Ja, das ist doch praktisch. Das ist gut. Ich muss da gerade dran denken. Kleiner random Fact zum Thema vor die Tür stellen und die meisten sagen ja immer Bordsteinkante. Und als meine Küche in meiner alten Wohnung geliefert wurde, war das so, dass ich Hilfe hatte. Allerdings war die eine Person nur bis, weiß nicht, 14 Uhr da und die andere wäre um 14.30 Uhr erst gekommen. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde keinen da gehabt oder eine Stunde. Und natürlich, genau als die eine Person gegangen ist, kamen die. Und dann mit Kühlschrank und die ganzen Sachen, eine komplette Küche, unaufgebaut, bis Bordsteinkante nur. Und dann stand ich da so und der Typ hat das so angeliefert, hat das alles so an den Bordstein gestellt. Und ich war so, cool, danke. Ich habe jetzt nur niemanden, der das mit mir hochschrägt. Mich angeguckt, dann hat er die ganze Küche, alles, den ganzen Kühlschrank, alles komplett hochgetragen für mich. Kleine Teile, die ich tragen konnte, habe ich getragen. Aber das fand ich so nett. Das hat, also ich habe im Dachgeschoss gewohnt. Also das war schon echt super, super lieb. Ich wäre super aufgeschmissen gewesen. Ich hätte da einfach auf der Straße stehen müssen und warten. Also, das war ein bisschen blöd.
Ich habe ihm natürlich auch Trinkgeld dafür gegeben. War ich so dankbar für. Also ist halt, die haben ja auch einen Zeitplan, ne? Also, ich kann halt auch verstehen, dass die sagen, bis Bordsteinkante und nicht weiter, weil die halt auch ihre Zeit da haben. Und die können natürlich nicht immer überall hochtragen, ne? Aber... Vielleicht hat es ja auch versicherungstechnische Gründe, ja, ne? Ja, gut, kann auch sein, stimmt. Er war vielleicht ein bisschen älter als ich. Ah, no. Nope. Der hat da bestimmt erst gerade neu angefangen oder so. Aber da ist ein guter Service dann, ne? Ja. Eure Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Rentnerhäuser sind die besten. Ich sag's, wie es ist. Ja, hat schon seinen Vorteil, doch. Vor allem, es ist halt immer ruhig, ne? Ich hab Anlieferung nur bis Bordsteinkante. Deine Frau. Ja, wahrscheinlich, weil die mich alle lieben. Ich bin Bestnachbar. Ja, das ist wirklich freundlich gewesen. Bester Lieferant, ja. Ja. Kommt drauf an, welche Spedition ist. Bei mir ist das so, dass man einen Abtrageservice gibt. Nennt sich Extra Light. Und das wird speziell berechnet. Speziell berechnet. Fängt schon wieder an. Die haben dann auch dann die Zeit. Oh, okay. Dass die Regelung gibt, dient ja auch zum Schutze der Fahrer. Ja. Ja, man denkt sich dann immer so, ach komm, der kann mir das ja auch hochtragen und so, aber es ist halt schon ein bisschen komplexer. Und dann geht ja jetzt nicht einfach mal eben so. Toll, Nils steht einfach auf und geht weg. Habe ich schon erzählt, dass wir eine neue Flurlampe haben? Die haben wir heute aufgehangen. Also hauptsächlich Nils. Die sieht sehr schön aus. Oh, hat den Nils ganz alleine gemacht. Es ist ruhig in Rentnerhäusern, bis einer anfängt zu telefonieren. Oder der Fernseher vielleicht. Manche hören, glaube ich, auch ganz laut Fernsehen, oder? Meinst du? Das ist so eine Never-Ending-Story, ne? Ich hätte vielleicht so einen Spezialangriff mal machen können. Ich habe halt Schiss, so nah an den Rand zu gehen. Hauptsache, wir haben noch genug Äpfel dabei. Genau. Und dann kann man noch ein bisschen quatschen. Ist doch schön. So, ich muss hier noch meine... Wir genießen das Spiel. Ich muss meine Getränke hier noch trinken. Oh nein. Hier, das hier meine ich. Dieser Zauber erzeugt eine mächtige Energiewelle, die vom Wirkenden ausgehend in der Nähe befindliche Feinde zu Boden wirft. Sehr praktisch gegen eine Überzahl. Höhere Stufen des Zaubers erzeugen eine noch verheerende Kraft. Ja. Nee, das schmeckt besser. Fireball. Möchtest du mal kosten? Hey, ich hab grad Spaß. Ja, okay. Also, was ist das hier? Ein Becher. Ja, koste mal. Mhm. So. Orange? Jetzt probier das Nummer 2. Das schmeckt besser. Ja, und was ist das denn jetzt? Das eine ist das, was du zuerst aufgemacht hast, und das andere ist das andere. Ja, nur welche Geschmacksrichtung? Orange? Eins von beiden, welches? Das erste ist Orange gewesen. Und das zweite? Ja, Zitrone? Stehen ja nur 2 Flaschen hier, also. Ja, okay. Oh, wenn ihr sehen könntet, wie süß er gerade guckt.
Ach ja. Naja, wir sind nur bis Bordsteinkante versichert. Aber wenn was passiert, haften wir zudem, wer soll das Ganze bezahlen, und dann müssen wir auch noch andere Kunden beliefern. Ja, auch oft mit Termin. Genau, das meinte ich nämlich auch. Also ich glaube, dass die Küche das Einzige war, was der, also der hatte so einen kleinen Sprinter nur. Ich weiß jetzt nicht, ob der da noch andere Kunden hatte oder direkt zurückgefahren wäre oder so. Aber, boah, ich glaub nicht, wie dankbar ich war, als er so meinte, ja, nee, trage ich ihn hoch, klar, ich kann sie nicht alleine stehen lassen. Und ich so mit meinen Hausschuhen da so auf dem, am Bordstein stehend. Vielleicht müssen wir uns einfach nur ein bisschen aufleveln noch. Ich weiß es nicht. So, wie hast du es gemacht? Einfach hierhin gemacht? Ja. Okay. Bin ja mal gespannt. Dann wird alles gut. Oh, Tatsache. Oh, das sieht cool aus. Versucht euren Kampfmultiplikator noch höher zu bekommen. Kampfmultiplikator? Ja, ich arbeite daran. Die einzigen Nicht-Rentner sind ich, meine Freundin und meine HNO. Ihr haltet eure Gesichter eher nicht in die Kamera. Ja. Ja, ich weiß. Aber ich bin gerade dabei, eventuell was Neues zu zeichnen. Aber ich habe noch ein bisschen Struggle. Also ich bin schon 4 Tage dabei. Ich habe aber bisher nur Augen und Haare. Also beziehungsweise die Hälfte der Haare. Also wir sind dann alle nackt. Darf man ja sagen, ist schon nach 22 Uhr. Beziehungsweise 2 Augen. Also einmal ein Augenpaar für Nils, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die nehme, weil ich wollte ihm andere Augen malen. Und genau, bald ist der Winter vorbei. Deswegen habe ich mir das gedacht. Ich habe so lange nicht gezeichnet und es dauert einfach so lange einfach. Also wenn ihr die Luma im Stream seht, dann bam. Dieses Mal habe ich es angefangen, ja. Aber das passt einfach so gut. Was denn? Ja, das mit dem nach 22 Uhr Sachen. Das bringt einfach gar nichts. Da konnte ich einfach nicht widerstehen, sorry. Das hat gar nichts gebracht, oder? Okay, wir polieren das anders aus. Also es ist halt jetzt nicht so... Sommerzeit heißt Lederjackenzeit. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Das habe ich nicht gesagt, Razor. Moment, Nils will Lu nackt im Stream zeigen. Nee, ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt. Das habe ich auch nicht gesagt. Schlachtangriff. Probieren wir mal das hier. Ach, ist das nervig. Vielleicht müssen wir uns wirklich ein bisschen mehr aufleveln. Es reicht einfach nicht. Tja, ich weiß es nicht. Oh, Ginger gibt einen aus. Dankeschön. Hurra. Oh. Gar nicht so viel getrunken heute. Also im Stream zumindest. Gestern schon mit dem Thema, das mit dem Rotlicht. Was ihr mal alle denkt, ne? Unglaublich. Aber ich versuche diesmal, also ich nehme einen anderen Pinsel und versuche ein bisschen detaillierter uns zu malen. Also die Augen bei mir bleiben. Aber oha, wir haben eine rote Karte gekriegt. Und den Razor auch. Ich habe gar nichts gemacht. Da rückt er sich seinen Hut mit der Feder zurecht. Nicht shoppen hier, Mann. Mach ich gar nicht. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen hier. Das bringt gar nichts. Doch. 33, toll. Ups. Oh, schnell weg hier.
Können wir uns ja auch hier verstecken, ne? Du. Ich möchte gerne mal die ganzen Angriffe ausprobieren. Tja. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Wir probieren den Feuerball mal aus. Fireball. Rote Karte für den Rotlichtverstoß. Was glaubt ihr, wo ihr seid? Ich hab gar nichts. Den Straßen Amsterdams? Ich hab wirklich nichts gemacht. Ich hab da Schweinkram rein interpretiert. Nils hat angefangen mit Schweinkram. Ich hab nichts gemacht. Und sagt, er hat nichts gemacht. Da gibt's direkt noch eine. Hab ich auch nicht. Haha. Du hast noch eine gekriegt. Ich war ganz voll lieb. Ja, ja. Ja, war ich auch, ja. Oh, warte, das könnte funktionieren. Okay, da hinten ist eine Sackgasse. Uff. Oh, das macht mehr Schaden. Aber irgendwie bin ich sehr langsam dann. Ach, schaffst du. Weg hier. Also damit machen wir ein bisschen mehr Damage. Dann würde ich sagen, bleiben wir dabei, oder? Wir gehen nochmal weg und leveln es noch ein bisschen mehr auf, damit es ein bisschen schneller geht. Wir sind unschuldig. Ah, Schadenfreude? Also was, Lu? Nein. Naja, vielleicht ein ganz kleines bisschen, weil er die ganze Zeit am Handy ist. Ich mach gar nichts hier. Oha! Direkt eine rote Karte gekriegt. Boah. Oha. Boah. Einfach so. Mann, dass man da so schneller vorgehen. Was visiert er denn an? Oh. Ich weiß nicht mehr, wie ich ausweiche. Jo. Genau. Oh, was ist das denn Schönes hier? Aha, Willenszauber? Was ist das hier? Ah ja, das hatten wir schon, ja. Okay. Ah ja, hier können wir aus. Was ist das denn hier Schönes? Aha. Okay, hier ist einfach nichts. Ach komm, das ist aber jetzt schade. Jetzt dachte ich, ich habe was Cooles gefunden. Hier ist gar nichts. Nee. Schadenfreude ist nicht nett. Nein, das war keine Schadenfreude. Ich dachte, das ist so ein bisschen, weil er halt die ganze Zeit am Handy ist. Ich bin gar nicht die ganze Zeit am Handy. Sagte er und war am Handy. Stimmt gar nicht. Ah, voll in den Stein rein. Okay. Nee, irgendwie funktioniert das dann nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig ausweichen und coole Sachen schießen hier. Das ist irgendwie doof. Wohin mit dir, Junge? Der visiert da einfach mal random was ganz anderes an oder dreht sich um. Mann. Ich dachte, ich kann eine schöne lange Kombo machen hier. Also will Lu sagen, ich soll Nils eine rote Karte geben. Naja, vielleicht eine gelbe. Ist eine Verwarnung. Okay, er hat es jetzt weggelegt. Hast du denn was Schönes gefunden? Vielleicht. Ah.
Lach mich nicht aus, Bro. Ha, ich krieg keine rote Karte. Sagt der Ginger. Gerade zumindest. Ich sag ja, du hast jetzt weggelegt. Mhm. Ich muss noch kurz warten. Der Razor schreibt, also ist unsere liebe Lu nicht nett. Das ist aber nicht nett. Hey, ich bin wohl nett. Jetzt habe ich Schiss, dass ich gleich schon wieder eine rote Karte bekomme hier. Ich versuche das jetzt mal, die ganzen Emojis in verbalen Ausdruck zu bringen, was Ginger geschrieben hat. Ach, Manu. Ich deute das jetzt einfach mal so. Mann. Jedes Mal trifft er mich einfach, ne? Ich kann gar nicht so schnell aus... Boah. Das Ding ist, ich kann halt nicht gleichzeitig... Och, sag ich doch. Selbst wenn ich ausweiche... Okay. Schnell weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Boah. Mensch. Erlaubt denn die liebe Lu, dass ich mal ganz kurz meine E-Mails checke, ob ich eine Antwort von einem, eine wichtige E-Mail-Antwort bekommen habe? Von? Versandbestätigung? Nein. Ist eher geschäftlich. Ach so. Ja, warum denn nicht? Wenn es wichtig ist, sehr. Dann ist es wichtig. Ich war Bobika. Bobika ist auch cool. Findest du über einen Parkplatz? Ist doch nice. Darfst du sogar auf dem Bordstein parken. Ich kriege das irgendwann hin. Ich weiß nicht, wie oft er mich noch treffen wird, aber er wird mich oft treffen. Boah. Ich hoffe, ich habe noch genug Leben. Ich ihn einfach gar nicht mehr treffe. Schnell weg hier. Rückzug. Schade, irgendwie nicht so. Ach, ich hab eben Spam-Ordner noch nicht geguckt. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr eine E-Mail abgeschickt habt und die wieder im Entwurfsordner gelandet ist oder in Vorlagenordner oder wie sich das schimpft, je nach Anbieter? Hä, okay. Beziehungsweise ihr habt eine E-Mail, also mit jemandem geschrieben per Mail? Ja. Und irgendwann ist dann die Antwort-Mail im Spam-Ordner gelandet von dem? Oder von er oder ihr? Wo man vorher ganz normal geschrieben hat? Ja. Das ist total merkwürdig. Okay. Deshalb versuche ich mir jetzt angewöhnen, auch wirklich immer auch im Spam-Ordner zu gucken. Oh. Schnell, renn doch. Immer wenn er sich... Ah! Uiui, oh nee. Nein? Nix im Spam-Ordner. Irgendwann haben wir ihn. Ah! Okay. Uff. Gut, dass ich nochmal wiederbelebt werden konnte. Oh! Toll. Und rennt in den Stein. In den Stein. Ja, da rennt die arme Lu mal rein. Nicht wieder shoppen jetzt, ne? Nein, ich guck nur. Ich sehe das. Ja. Ich habe Smart gefahren und da gehen Dinge mit. Ja, eine Freundin von mir hat auch einen Smart. Das ist schon interessant. Sag es mal so. Ja. Der ist ziemlich smart, so ein Smart.
Ginger, ich darf sogar auf dem Bordstein fahren. Das ist mega cool. Allerdings darfst du natürlich nicht auf der Schnellstraße oder auf der Autobahn fahren. Das ist natürlich ein irgendwie ein Nachteil. Aber Bordstein ist halt schon nice. Ich würde sagen, das gleicht schon wieder aus. Ah! Ah, kriegen wir hin. Upsi. Oh, mir fällt er gerade auf. Ach doch, ich hab noch Essen. Ich könnte natürlich auch warten, bis er mich auslacht. Also ein Smart ist auf jeden Fall nicht so das sicherste Auto, ne? Insofern, ja. Wie Ginger geschrieben hat, finde ich nicht so smart, ein halbes Auto zu fahren. Na, also insofern, in dem Punkto ist es natürlich ein bisschen riskant natürlich, ne? Smart ist ziemlich sicher. Aha. Also wenn du da voll gegen donnerst, dann hält der Stand, die Karosserie? Also, du weißt, dass ich einen Trabi-Unfall auf der Autobahn hatte, einen Auffahrunfall, der hat auch Stand gehalten. Ja? Mhm. Sah nur dann so ein bisschen aus wie so eine Ziehharmonika? Akkordeon. Sah ein bisschen aus wie ein Akkordeon. Aha. Da muss ich mal bei YouTube mal so Tests angucken, wie zerbeult der nachher ist. Ich dachte immer, das ist so quasi wie so eine Art China-Auto, dass es... Also ein Smart würde ich schon sagen. So Smart ist schon recht sicher. Gefühlt, wenn du da einmal richtig irgendwo gegenfährst, dann ist der auch so platt. Nur weil es ein kleines Auto ist? Warum? Ja, du hast doch ziemlich wenig, in Anführungszeichen, Knautschzone, oder? Ja, Knautschzone ist etwas kritisch. Der Aufprall könnte durchaus recht ungedämpft sein. Schreibt ja, er gerade. Ja, meine ich. Ja gut, dann muss ich mir das mal... Hä, warum macht der denn das jetzt? Mal so, dass ich das die ganze Zeit machen können. Ups. Also wenn die Zelle selbst super stabil ist, ja. Ah, krieg mal hin. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. Also rollen wir uns mal schnell weg. Aber ich denke mal jetzt beim nächsten Mal, guck mal, der ist fast down. Eigentlich müsste der jetzt schon kaputt sein. Der schläft jetzt. Ups. Der ist jetzt kaputt. Kaputt. Moins, yay. Moins, moins. Ein Rubin. Hello. Wow. Oh, noch ein Saphir. Schön, schön. Was kann der so? Oh, 160 haben wir gekriegt. Hat der USB? Das können wir, toll. Wir können jetzt nicht mal hier speichern. Ich versuch's trotzdem irgendwie. Ist wahrscheinlich eh das Tor da hinten. Musst du nicht in die Richtung, wo es blinkt? Ja. In der Tat. Ich doch meinen. Habe ich jetzt einen Satz angefangen? So ein paar Schippis wären jetzt toll. Ich hab leider keine. Wir sind echt schlecht ausgerüstet, ne? Ich habe immer Schoki da, aber anderen Kram habe ich irgendwie nie so viel. Haben wir nicht eine Angel gekauft? Ja. Oh, warte. Moment. Ups, das war falsch. Haben wir nicht eine Angel gekauft? Erstmal Feuerball schmeiß. Genau. Warte mal. Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Du hast auf jeden Fall eine Angel. Mann, ey. Bei Waffen? Ist das nicht eher bei Tools oder so? Da gibt's sowas? Aber du hast eine. Angelrute. Ja.
Oh, guck mal. Wartet, bis ihr einen Ruck am Haken spürt und drückt dann die A-Taste, um die Schnur einzuholen. Okay. Drückt immer wieder die A-Taste, um den Fisch einzuholen. Immer weiter sobald die A-Taste. Ja, also immer ganz schnell. Bis die linke Seite des Balkens erreicht, habt ihr ihn gefangen. Okay. So ein bisschen wie Animal Crossing, oder? Ja, ja. Warte, mit einem Fisch zieht. Okay. Oh, jetzt. Hä? Zug zu hoch, meine Kissen. Ich hab einmal gedrückt. Dudum. Ist ein bisschen komplizierter scheinbar, wa? Ich will es nochmal probieren. So, Ausrüstung. Hä, wo war das denn jetzt nochmal? Hier, ne? Also, wie wir sehen. Angelroute. Wenn es jetzt nicht klappt, dann kannst du es mal probieren. Versuch die Lu zu angeln. Achso, ich muss nur einmal drücken. Ich habe jetzt nur einmal gedrückt. Mhm. Schnell, sonst kommt er. Hä? Zug zu hoch, Leine. Jetzt habe ich zu oft, scheinbar zu oft gedrückt. Was soll ich denn jetzt, schnell oder gar nicht drücken? Gerade war es doch ganz gut. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts gemacht? Nö. Aha. Ich habe einmal gedrückt. Das ist anstrengend zu angeln bei Mondlicht. Willst du probieren? Ach, du machst das super. Pass auf. Jetzt achte, guck hier. Mhm. Wenn es vibriert, drücke ich einmal. Jetzt drücke ich einmal. Mhm. Jetzt steht da einholen. Jetzt steht da wieder einholen. Mhm. Jetzt steht da wieder einholen. Jetzt steht da wieder einholen. Jetzt steht da wieder einholen. Ja, jetzt musst du noch eigentlich haben. Er ist wieso ist der entwischt? Der war da dran. Oh nein, du hast morgen Uni. Hast du denn? Wie kommt das denn? Hast du denn Früh-Uni? Okay, ich probiere es nochmal. Ich bin ja sehr motiviert heute, ne? Very motivated. Yay. Alle jetzt vergrault, keiner mehr Lust. Jetzt aber. Ich hab, ja. Und jetzt gedrückt. Und jetzt gedrückt. Und jetzt gedrückt. Ja, ich drück doch. Ich drück doch. Hä? Willst du mir was gesagt? Ginger schreibt 9, aber muss von Essen nach Bielefeld. Hm. Oh. Okay, wie weit ist das? Fährst du dann mit dem Zug? Bielefeld. Ohne IE, ne? Ich meine mit... Wird Bielefeld nicht mit... Egal, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Bielefeld. Ich fahr Auto. Wie lang bist du da unterwegs? Okay, ich hoffe, es nervt euch nicht, aber ich will es nochmal probieren. Kann ich hier nochmal kurz eben einen Schluck trinken? Ist wichtig. Ich will das Gildensiegel nicht benutzen. Lampe? Oh. Ah, wir haben eine Lampe. Eine Quelle wundersamen Licht. Ist das leer? Spaten. Das kann doch nicht so schwer sein. Je nach Verkehr locker 2 Stunden. Oh. Aber das ist ja auch recht früh dann. Soll ich dann nur einmal drücken? Ich weiß es nicht.
Also ich drück direkt, wenn das Einholen steht. Hey, jetzt geht er wieder zurück. Schnell! Ey, wie Mann, ey. Ein wildes Knuddeluff erscheint. Aha. Möchtest du mal ausprobieren zu angeln? Was ist das denn für ein Videoraiser? Kannst du bitte mal probieren? Ja, von mir aus. So schwer kann das doch nicht sein. Oh. Ich trinke mal einen Schluck. So, was muss ich jetzt drücken? Lass mal wieder gerade hinsetzen hier. Was muss ich machen? Achso, du gehst auf Ausrüstung. Und wo ist Ausrüstung? Dann auf rechts, also R. Da unten, in dem unteren, genau, weiter, genau. Dann da auf der Seite, nein, genau. Und jetzt nach rechts mit dem... Genau, bis da und dann runter auf Angelrute. Ach so, ja. Gut, dass die nicht immer kaputt geht. Fifth Gear. Smart Crash Test. Ist der Link. Aha. Vom Razer. Warte mal, ich öffne den mal in einen anderen Tab, damit wir uns den dann später mal angucken können. Weil es später wieder zu finden ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Deswegen muss ich jetzt auch schlafen. Gute Nacht und stresst euch nicht so viel morgen, schreibt der Ginger. Ja, danke dir. Und dir auch eine gute Nacht und stresst dich auch nicht so viel. Gute Nacht. Und dass du gut morgen durchkommst, und ne? Gute Fahrt. Ja, gute Fahrt. Und träum was Schönes. Und danke schön, dass du da warst. Und stresst dich nicht so viel. Und das, und das, und das, und das auch noch. Und das habe ich noch vergessen. Und, hast gefangen? Nee. Nö. Herbert, du checkst das auch nicht, ne? Nö. Mit meiner Musik ist die Fahrt immer gut. Boah, das macht so viel aus, finde ich. Wenn man im Auto eine gute Musik hat. Mhm. Okay, ich probier's doch nochmal. Oh. Zug zu hoch. Oder ich muss möglichst spät das drücken. Das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Okay, dreimal noch. Und dann höre ich wirklich auf. Okay, ich möchte euch nicht nerven damit. Oh, ups. Round one. Fight! Kann das doch nicht sein. Jetzt drücke ich mal möglichst spät. Komm jetzt aber. Er ist entwischt. Ich schaff's doch bis zum Balkenende. Hm. Ginny! Ja! Was geht? Ich habe keine Lust mehr, das auszuprobieren. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Nee, sie ich lass hat es keine jetzt. Lust mehr, Lust mehr, Lust mehr. Sie hat keine Lust mehr. Ich habe ein Stück Kuchen gefunden. Apfelkuchen. Hm. Kuchen. Nee, doch, ich laufe richtig. Lass mal hier gucken, was hier so Schönes gibt. Okay, was ist das? H. S. L.
Okay. Okay. Muss ich das... Der ist kaputt hier. Die anderen beiden sind noch ganz. Vielleicht muss ich hier was mit diesem... Wie lange brauchst du noch? Super lange. Quasi mega lange. Solange das nee, alles nicht. Lange ist. Ah ja, okay. Mhm. Dann machen wir es wieder zurück. Du versuchst mich doppelt zu triggern, ne? Schaffe ich doch ganz gut, oder? Das hatte ich denn jetzt nochmal? Feuerball? Fireball. Ist aber erst Thunderbolt, oder? Ich meine, das war Fireball. Genug Internet für heute. Oh nein. Oh. Man kann doch nie genug Internet haben. Nils Griffin bei der Lache. Der macht das aber noch anders, der Peter. Also. Ne? Ganz klare Kiste. Hey, eine Kiste. Das passte jetzt gut, ne? Ja. Ich habe aber nichts damit zu tun. Ich habe gerade den Weg frei. Jetzt kriege ich echt einen Obsidianhammer? Hier ist doch toll. Okay, das hat es. Okay. Nett. Ja gut, dann nehmen wir den doch, ne? Wenn er so viel besser ist, angeblich. Toll, hätte ich den gar nicht kaufen müssen, wa? Wir können den auch noch verstärken. Oh, der ist aber groß. Das ist aber ein großer Hammer. Klopf, klopf, schreibt der Razor. Lu, ein Witz für dich. Klopf, klopf. Wer ist da? Hinten ist eine Statue. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Der Kolben. Mr. Van Kolben. Ach, Menno. Ach, wir waren noch sehr produktiv und kreativ. Plus, aha, okay. Die ziehen wir doch direkt mal an. Was ist hier noch so? Jetzt laufe ich einmal im Kreis. Schön. Bin ich an dem vorbei? Nee, bin ich nicht. Moment. Falsche Richtung. Razor schreibt, ist ein Autofahrerwitz. Ah, ach so, wegen den Kolben. Holt immer den Hammer aus dem Sack. der ist aber groß. Ich hatte gehofft, dass kein Kommentar kommt. Als ich es ausgesprochen habe, habe ich nur so gedacht, okay, das ist grenzwertig. Wir jetzt hier rein. Hallo. Hallo? Ich öffne nur denen, die meinen Namen kennen. Hä? Wenn ihr ihn kennt, sucht und drückt die magischen Steine, um ihn zu buchst. Nur eine Person kennt meinen Namen. Doch die findet ihr nicht. Nicht mal im Tempel von Amo. Okay. Kannst du ihm auf die Nase klopfen? Warte. Nee. Nee. Geht nicht. Ich kann auch nicht springen. Tja. Wie heißt der Typ denn?
Hallo, ich brauche mal deine Hilfe. Ja. Also, wir haben hier ein H. Dann haben wir hier ein L. Mhm. Nee, ein S. Wir haben ein L. Und ein... Ups. Und ein T. Mhm. Also ein H, ein S, ein L und ein T. H, S, L, T. War doch H, S. Und die musst du dir jetzt drehen oder was? Nee, weiß ich nicht. Gegenklopfen vielleicht? Ja, hau mal dagegen. Mal gucken, was passiert. Siehst du? Ja. Das macht keinen Sinn. Also das H kommt nicht am Anfang hin, bestimmt nicht. H-T-I-S. Wie schön er das noch vorliest. H-T-H-T-I-S. Was ist, wenn du mal T-I-S-H machst? L. O-L. Das soll doch, oder soll das ein I sein? Hat er I gesagt? I, meine ich, ja. Echt? Hießt? Vielleicht? H. I. I, hi. S. His. T. H-I-S-T. Nee, das hat man nicht. Nichts passiert. Ich höre aber schon den Wecker klingeln. Ah, oh, musst du auch wieder morgen früh raus, Razor. Dann wünschen wir dir auch schon mal eine gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut, wie immer. Schlaf gut, träum was Schönes. Und erhol dich. Und danke schön nochmal für deine moderative Unterstützung heute. Mhm. Könnt ihr nicht schon um 8 streamen? Ja, wir haben sogar schon mal drüber nachgedacht, ob wir in Zukunft das vielleicht ein bisschen anpassen und eine Stunde früher anfangen. Haben wir tatsächlich sogar schon drüber nachgedacht. Ja. Also müssen wir mal schauen. Also ist gerade alles so ein bisschen noch im Umsortiermodus. Deswegen können wir das jetzt noch nicht so sagen, aber vielleicht machen wir da auch eine Stunde eher dann. Bald. Aber haben wir in der Tat schon drüber nachgedacht, ja? Mhm. Ich meine, die beste Streaming-Zeit ist ja eigentlich zwischen 16 und 20 Uhr, habe ich gehört, weil da die meisten Leute in Twitch sind. Aber da arbeiten wir halt noch, beziehungsweise wollen auch irgendwann mal Abend essen. Wohl wahr. Ja. Ha, also... Sieht vielleicht? Also Sid mit TH vielleicht? Ich weiß es nicht. S. I. T. H. S. I. T. H. Tja. Ist es auch nicht, scheinbar. Also die Sith sind es auch nicht. Nee. Vielleicht haben wir irgendwas bekommen? Hier, Tätowierungskarten. Da steht es, eine betrunken und geheimnis... Was? Eine Tätowierung bedeutet stets und auf... einmalige Weise, hart, betrunken und geheimnisvoll. Jede Karte hat ihr eigenes Muster. Bringt sie einem Tätowierer und verwandelt euren Körper in eine wandelnde Kunstgalerie oder in ein Gruselkabinett. Okay. Ja, aber ich finde keinen Tätowierer. Das ist ja das Problem. Hm. Hauptsache, wir rennen mit so einem Kopf der Wespenkönigin rum. Ja, den kann man doch sicherlich gebrauchen, oder? Hm.
Gegenstände, warte mal. Vielleicht hier irgendwas? Was? Die Sockenmethode? Aha. Wie gewinne ich mehr Sexappeal? In nur 10 Tagen. Mit Socken. Ja. Okay. Warte mal, was war das denn nochmal? Was wir vorhin bekommen haben. Da, das hier. Hier steht auch nichts drin. Das ist mysteriös. Warte mal, hier waren wir hier hinten schon? Nein, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Wir müssen eh in die andere Richtung, aber dann können wir uns das hier noch... Ich würde sagen, wir gucken uns das hier noch an. Okay. Und dann... Ist was hergelaufen? Ach, er hier. Wer bist du denn? Hallo auch. Habt ihr Interesse, den Namen der Dämonentür zu erfahren? Klar. Wenn ihr mir etwas Wertvolles gebt, verrate ich ihn euch vielleicht. Zum Beispiel was so. Anderenfalls müsst ihr eben... Ja, komm. Upsi. Kommt, beschenkt mich reichlich. Können wir also selber doch rausfinden, oder? Guten Tag, oh Held. Falls ihr einen Streiter gegen das Böse sucht, bin ich euer Mann. Mhm. Wieder so einer. Na gut. Ihr wisst ja, wo ich bin. Kann ich das einfach nehmen? Oder bin ich dann böse? Klar, ist doch mitten im Wald. Ja, die haben mich halt voll gesehen, ne? Wer bist du? Ja? Ja. Bewunderer, die zurückkehren, sollen die Gabe des Himmels erhalten. Mhm. Okay. Sehr aussagekräftig. Und der andere da? Alle, die großzügig spenden, sollen angemessen belohnt werden. Mhm. So, und jetzt? Hauptsache, ich zück direkt meinen großen Hammer hier. Spende? Komm. Euer Lohn wird gering sein. Okay. Naja, aber wir haben ein paar gute Punkte bekommen. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um noch. Denn wir haben schon recht spät. Wer seid ihr? Kennt ihr schon die Legende dieses Schwerts? Aha, okay. Des alten Königreichs namens Yu besaß ein einzigartiges Schwert. Er war ein Riese. Im Hintergrund. Monster, Leute und Dämonen um wie Grashalme. Es besaß Macht. Macht, die kein Sterblicher kontrollieren konnte. Sterben stieß Yu es in das lebende Gestein, aus dem es niemand mehr würde befreien können. Die Legende besagt, dass nur wer so stark wie Yu der Riese ist, es herausziehen kann. Vielleicht ist das ja nur Altweibergespenst. Ja, müssen wir uns ein bisschen leveln für, ne? Willst du da auch mal dran rumziehen? Ja, kann ich nicht hin. Wenn doch. Na los, ihr schafft es. Dieser Hugh hat es wirklich drauf. Mehr Glück beim nächsten Mal. Ja, ich sag ja, wir müssen uns da ein bisschen... Ihr seht mir nicht kräftig genug aus. Ja. Ich werde mich ja noch hochleveln. Keine Sorge. Ich werde mir das Ding noch irgendwann da rausholen. Mhm. Aha.
Sind wir hier? Okay, den See gucken wir uns noch an. Okay. Eigentlich müssen wir ja zurück, aber... Egal. Egal. Hier ist ein Typ, vielleicht sagt er uns was. Hallo, ich will mit dir reden. Bleib stehen. Möchtet ihr verhandeln? Ja, wir möchten handeln. Guck hier, steht Kosten und das habe ich. Mhm. Ja gut, dann funktioniert es vielleicht. Aber der hat jetzt nicht so super gute Sachen, ne? Eine Armbrust. Langbogen. Natürlich auch nett, ne? Sollen wir sowas mal mitnehmen? So eine Armbrust, aber die braucht was? Immer... Nee, ich würde lieber was den Langbogen nehmen. Kann man damit machen? Ich nehme einen Langbogen, weil der... Da kann man schneller mit feuern, denke ich, als mit einer Armbrust. Okay. Ach, guck mal, nochmal der gleiche Typ. Oh, was ist das denn hier? Ah nee, das ist wieder so eine... So, also eine da, ne? So, ja, ja, die ist wieder böse. Truhe! Oh. Flammenverstärker. Ja, ich weiß, dass ich diesen Titel habe. Nett, dass er das nochmal sagt. Okay. Hier geht's. Das möchte ich aber jetzt nicht hier machen. Nein. Nein, nein, ich möchte mir das aufheben. Das Problem ist jetzt, ich habe Angst, dass ich jetzt hier nicht speichern kann. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre natürlich blöd, ja. Hm. Ich glaube, ich laufe jetzt einfach durch. Kontrollpunkt. Nein, Kontrollpunkt. Yippie. Yay. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass wir dann hier beenden. Weil jetzt ist gerade ein Kontrollpunkt und da sind ganz viele Gegner. Ja, wie du magst. Kontrollpunkt speichern. Würde ich sagen. Ja, dann gehe ich mal in die Technik-Ecke, ne? So. Dann bedanke ich mich wieder bei allen, die heute wieder dabei waren. Ein Doppelstream sozusagen. Das erste Mal seit echt langer Zeit, dass wir in einem Abend zwei Spiele gespielt haben. Und ja, wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Wenn ihr möchtet, sehen wir uns morgen wieder um 21 Uhr. Ich denke mal, wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Also ich würde sehr gerne Unravel weiterspielen. Es ist nämlich nicht mehr allzu viel und das Spiel ist so süß. Das würde ich dann schon gerne morgen spielen. Angabe ohne Gewehr. Aber ja, es sieht ziemlich stark danach aus. Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, was wir eventuell am nächsten Tag spielen. Ja, dann gute Nacht. Schlaft gut, danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.